In der Regel müssen junge und ältere Schafe zweimal im Jahr zum Friseur oder besser zum Schafscherer. Professionelle Scherer brauchen für eine Schur pro Schaf nur wenige Minuten. Wir waren bei einer solchen Schur in Münsingen dabei. Gerhard Stotz aus Münsingen ist Schäfer aus Leidenschaft und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Er hat die Schäferei von seinen Eltern übernommen und führt sie jetzt in der vierten Generation. Auch um den Nachwuchs muss er sich keine Sorgen machen. Der Sohn ist bereits im Betrieb eingestiegen, ist die fünfte Generation, hat die Gehilfeprüfung abgelegt und letztes Jahr schon die Meisterprüfung. Also von dem her ist hundertprozentig die Betriebsnachfolge gesichert. Allein der Wollverkauf könnte den Ausbildungsbetrieb finanziell jedoch nicht tragen. Die durchschnittlichen 4 Kilo Wolle eines Schafes werfen einen Reingewinn von etwa 1 Euro ab. Darum behält die Schäferei einen Teil der Wolle zurück, um über ein neu gestartetes Pilotprojekt das Produkt selbst zu vermarkten und dadurch mehr Gewinn zu erzielen. Und auch die Scherer, die rund 600 Tiere einmal im Jahr von ihrem Pelz befreien, kommen größtenteils aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Familie. Eine Schur dient allerdings nicht nur der Wollgewinnung. Es ist eine Schur, ist immer vor allem, sogar auch in den ersten paar Lebensmonaten, schon positiv für die Entwicklung. Es entwickelt, es wächst schneller, wenn die Wolle runterkommt, weil es eben dann automatisch mehr Energie braucht, um sich wärmen und in der Zeit dann eben mehr Nahrung aufnimmt. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Qualität des Lammfleisches aus, die die Haupteinnahmequelle der Schäferei ist. Da sind wir also seit 1975 in Deutschland dran, eben einfach auch top Lammfleisch zu produzieren auf unseren hervorragenden Weiden, wo wir hier haben. Schwäbische Alb ist einfach prädestiniert dafür, dass es eben kräuterreich ist, was eben sonst in den Tal aber weniger vorhanden ist. Die Strategie scheint aufzugehen, denn bereits seit 15 Jahren wird das Lammfleisch von Gerhard Stotz auch in der überregionalen Sterne-Gastronomie serviert.